Mit 31 Toren in 53 Spielen machte sich Ahmet Arslan bei Dynamo Dresden einst extrem beliebt. Jetzt kehrte er mit Rot-Weiß Essen ins Rudolf-Fabi-Stadion zurück, um Thomas Stamm und die SGD kräftig zu ärgern. Dynamo unter Druck nach zwei sieglosen Spielen in der Liga und dem Aus im Sachsenpokal. Trotzdem knapp 30.000 Zuschauer siegessicher. Die erste Gelegenheit hatte aber der Gast aus Essen. Und genau durch eben Ahmet Arslan. Mit solchen feinen Schlänzern begeisterte er einst die Fans der SGD. Da fehlte auch nicht viel in Minute 18. Spezieller Kick für den mittlerweile 30-Jährigen, aber auch bei Dresden gab es einen, für den dieses Duell besonderen Charakter hatte. Vinko Schapina, letzte Saison noch das Herzstück im Mittelfeld bei Essen, jetzt bei Dynamo tonangebend und nach 34 Minuten mit einer guten Abschlusschance. Dann Eckball, Dynamo, 37. Minute. Essen gut bei der Verteidigung der ruhenden Bälle und dann Schapina mit dem Ballverlust. Winzheimer blieb hängen, aber dann Wufak, der rutschte in die Startformation und der Späte, den richtig flinken Safi, der schneller als Meissner mit dem satten Abschluss und den Abstauber, den versenkte Winzheimer. Dresden, 8 Minuten vor der Pause, blitzsauber ausgekontert. Schwierig für Schreiber, den besser zu parieren und dann Winzheimer, den Tick schneller als Hauptmann Dabrowski bis hierhin. Sehr zufrieden. Durchgang Nummer 2. Dresden musste sich straffen. Flanke Lämmer und dann der Fehler von Eichsperger. Eine gute Minute im zweiten Abschnitt gespielt. Da schlug Dresden zurück. Hauptmann, der Kapitän, mit dem 1:1. Rechtsverteidiger Eichsperger mit dem Fehler. Und dann Emotionen pur. Kutschke zunächst noch draußen. Der sah es als Erster. Die Emotionen nahmen freien Lauf, aber der Kutschke war noch gar nicht fertig mit Jubeln. Da schlug Essen zurück und natürlich war es der Eichsperger. 60 Sekunden zuvor noch mit dem Fehler, jetzt mit dem erneuten Führungstreffer für RWE. Weil Dresden defensiv auch schlecht aussah. Zazar und Kammerknecht konnten sich nicht behaupten. Und dann Eichsperger kompromisslos bedient von Safi, der ein klasse Spiel machte übrigens. Erstes Saisontor für die Leihgabe der Berliner Hertha. Was für eine wilde Fahrt im Rudolf-Fabi-Stadion. Dresden hatte am erneuten Rückstand erstmal schwer zu knabbern, brachte dann unter anderem Sterner und der marschierte einfach mal los, wurde nicht attackiert und da haute er das Ding halt rein. Nach 77 Minuten war eine Einzelaktion vonnöten, um auszugleichen. Super Dribbling, klasse Ballführung von Jonas Sterner. Gold, der wenig gefordert war, komplett chancenlos. Thomas Stamm hoffte ein weiteres Mal auf die Aufholjagd und auf 3 Punkte. Aber seine Mannschaft begann direkt wieder zu schludern. Und Essen ging mit dem Ausgleich wieder aufs Gaspedal. Kraulich, der Ex-Dresdner, mit einem super Pass in die Tiefe auf Meißel. Und Essen war schon wieder vorn. Diesmal dauert es zwar 2 Minuten, war den Rot-Weißen doch aber völlig wurscht. Super Ball von Kraulich, perfekt in die Schnittstelle und Meisel genauso treffsicher wie Eichsperger. Ein irrsinniges Fußballspiel. Bis tief in die Nachspielzeit, 90+5, noch eine Reingabe und der Kutschke stand goldrichtig. Eingewechselt für Meissner mit diesem hervorragenden Kopfball und dem Schlusspunkt in einem komplett irren Fußballspiel. Super Flanke von Sterner und dann einfach exzellentes Kopfballspiel von Kutschke gegen Schulz. Was für ein Ende nach einer wilden Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich kann mich nicht freuen beim dritten Tor, das ist dann gut, aber wenn du siehst, dass du 3 Tore schießt und dann trotzdem so verteidigst, eigentlich hier einen Sieg mitnehmen musst, weil du eigentlich dominant warst, viel Kontrolle hattest über das Spiel, die Aktion, die wir dann haben, müssen wir besser hinkriegen, dann bist du einfach eher enttäuscht. Ich bin mega stolz auf die Leistung, wir haben richtig Charakter gezeigt, wir haben eine Siegermentalität auf den Platz gebracht und leider hat uns dann am Ende die Nachspielzeit gekillt. Dynamo Dresden sucht weiterhin nach dem Rhythmus. Jetzt sind schon 3 Spiele in der Liga ohne Sieg. RWE überzeugt in Elbflorenz, aber ärgert sich auch ohne Arslan-Tor über ein 3:3 bei Dynamo.
live beim Magenta Sport.